Achso, ich muss natürlich noch mal ein Video anmachen. Hallo, hier ist wieder Martin Hoffmann. Heute der dritte Tag unserer Klimawoche. Ich bin heute ganz besonders gespannt auf die Lesung von Thomas Eigener und seinem Buch Ausnahmezustand. Und heute muss ich gar nichts machen, sondern ich habe mir Ulrike Stamm von der Pädagogischen Hochschule in Linz eingeladen, die die Moderation macht. Und alles Weitere überlasse ich ihr. Ich sitze einfach im Hintergrund und mache die Technik. Und außerdem begrüße ich noch die Zuschauer bei DorfTV, weil wir heute ja natürlich auch bei DorfTV streamen. Das ist auch praktisch eine Premiere. Da bin ich sehr gespannt, ob das alles funktioniert. Und ansonsten freue ich mich auf die Lesung. Viel Spaß. Ja, ich bin Ulrike Stamm. Ich mache hier die Moderation. Erstmal ganz herzlichen Dank an Martin Hoffmann für die Organisation. Das ist ganz toll. Hat auch bis jetzt gut geklappt. Ja, möchte alle im virtuellen Raum Anwesenden ganz herzlich begrüßen. Und natürlich vor allem den Autor Thomas Eigener, der heute von Wien aus teilnehmen und lesen wird. Kurz zum Ablauf. Ich werde zuerst einige kurze Worte sagen zum Thema Literatur und Klimawandel. Dann wird Thomas Eigener lesen. Und anschließend werden wir in eine Diskussion einsteigen, bei der dann auch das Publikum eingeladen ist, teilzunehmen. Also Sie können sich dann gerne mit Fragen melden oder auch eben, wenn das nicht klappt, die in den Chat schreiben. Auch dann wird es zur Kenntnis genommen. Genau. Ja, das Thema Klimawandel hat in den letzten Jahren auch in der Literatur einen großen Stellenwert gewonnen. Man kann sagen, der Klimawandel ist als zentrales Thema in der Literatur angekommen. Und damit auch die Einsicht, dass man die Auseinandersetzung mit dieser Bedrohung, Menschheitsbedrohung, nicht der Naturwissenschaft überlassen kann. Sondern dass dies ein Thema ist, das auch die Kultur und die Geisteswissenschaften, wie überhaupt die gesamte Gesellschaft angeht und zu Stellungnahmen herausfordert. Aufgrund der Fülle an Texten, die inzwischen zu diesem Thema erschienen sind, spricht man inzwischen von dem neuen Genre der Climate Fiction oder, noch schöner, von Clifi. Es seien hier nur einige Beispiele für dieses neue Genre genannt. Dazu gehören ebenso André Magnassons erst in diesem Sommer erschienener Roman Wasser und Zeit, die Texte von Jonathan Franzen, darunter auch seine Essays zur Klimakatastrophe, sogenannte Klimakrimis von Frank Schätzing, Dirk C. Fleck oder Sven Böttcher oder auch die Romane der Bestsellerautorin Maya Lunde. Für Österreich wären vor allem Ilja Trojanow mit Eistau zu nennen und eben der Roman Ausnahmezustand von Thomas Eigener, von dem wir heute Abend einen Ausschnitt hören werden. Das zunehmende Interesse für eine bedrohte Natur zeigt sich außerdem an den vielen Publikationen im Bereich des sogenannten Nature Writing, auf dessen Konjunktur nicht zuletzt der seit 2017 jährlich verliehene Preis für Nature Writing hinweist. Hier sind Autorinnen wie Marion Poschmann und Judith Schalansky, Esther Kinski und Sabine Scho zu nennen oder auch der isländische Dichter Sjón. Daneben gibt es aber viele andere. Im amerikanischen Sprachraum ist eines der wichtigsten Werke in diesem Zusammenhang Richard Powers Roman über Bäume mit dem deutschen Titel Die Wurzeln des Lebens. In all diesen Texten geht es immer auch um die Frage, wie man überhaupt noch über Natur und natürliche Phänomene zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schreiben kann und wie möglicherweise in den nicht vom Menschen gezähmten Resten von Natur noch etwas zu entdecken ist, das nicht zerstört wurde, das Anlass gibt zu Hoffnung oder überhaupt erst wahrgenommen werden muss, bevor es dann verschwindet. Climate Fiction und Nature Writing sind beides neue Genres, neue Formen von Literatur, neue Versuche, etwas zu thematisieren, in den Blick zu bringen, was mit der Klimaveränderung verloren zu gehen droht. Generell lassen sich nach Ansicht von Dan Bloom die Texte der neueren Climate Fiction vor allem in zwei entgegengesetzte Richtungen einteilen, nämlich in eine dystopische und in eine positiv-utopische, die hoffnungsvolle Möglichkeiten von Veränderung aufzeigt. Über diese beiden grundlegenden Möglichkeiten, über die Klimakrise zu schreiben, werden wir später auch noch mit dem Autor Thomas Eigener diskutieren. Allgemein aber scheint mir die Literatur mit Blick auf die Klimakrise eine zentrale Funktion einzunehmen und vielleicht sogar eine größere Bedeutung als je zuvor zu gewinnen, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Literatur etwas anschaulich machen kann, was uns eigentlich unvorstellbar erscheint, nämlich die völlige Veränderung und Zerstörung unseres gewohnten Lebensraumes und dies am Beispiel von spezifischen Protagonisten und Lebenswelten,
wodurch innere Beteiligung und Empathie bei den Lesern hervorgerufen wird. Der Literatur kommt somit die Aufgabe zu, auf die fortgesetzte Verleugnung des Klimawandels zu antworten und dazu beizutragen, dass Leserinnen und Leser dieser Tatsache möglichst furchtlos ins Auge sehen, wie dies der isländische Dichter Jón formuliert. Übrigens der erste Dichter, der 2017 als Gast des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung eingeladen war. Also das zeigt, dass es dieses Stipendium sozusagen jetzt gibt, dass auch die Klimaforschung eigentlich sieht, dass die Literatur als wesentliches Medium der Reflexion einfach mitreden muss, mit die Klimakrise reflektieren muss. Die Science-Fiction-Elemente in vielen der Klimatexte sind daher nicht mehr nur eine spielerische Erprobung einer potenziellen Zukunft, sondern sie ermöglichen vielmehr einen Zeitsprung, der die Unterscheidung von Gegenwart und Zukunft, eines der großen Probleme, glaube ich, warum die Klimaveränderung einfach nicht gesehen wird, weil sie eben noch in der Zukunft liegt, und damit von realistischer und utopischer Literatur unterläuft. Mit dieser Fähigkeit, die drohende Zukunft anschaulich zu machen und damit möglicherweise im letzten Moment zu den nötigen Veränderungen beizutragen, wird die Klimaliteratur zu einer im weitesten Sinne politischen Literatur, ob sie will oder nicht. Es kann keine Literatur über Klimaveränderung geben, die nicht notwendig zum Handeln aufruft. Darüber hinaus aber leistet Climate Fiction eine Be- und Verarbeitung dessen, was gegenwärtig geschieht. Diese Funktion hatte Literatur natürlich schon immer. Aber mit Blick auf die Klimaveränderung ist dies eine umso dringlichere Aufgabe, die Leserinnen und Lesern eine kollektive Reflexion über das ermöglicht, was derzeit geschieht und was weitgehend sprachlos macht angesichts des Ausmaßes an bevorstehender Zerstörung. Im Gegensatz dazu sucht und findet Literatur sprachliche Möglichkeiten, dieses Unvorstellbare zu beschreiben, in Handlungsverläufe zu binden und damit auch psychisch bearbeitbar zu machen, und zwar als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Erfahrung, die ansonsten viel zu wenig thematisiert und eben kaum bearbeitet wird. Insofern übernimmt Literatur mit Blick auf die Klimakrise eine geradezu existenzielle Aufgabe. War die Reflexion über die eigene Gesellschaft und ihre vielfältigen Voraussetzungen, Erfahrungen, Strukturen immer schon eine der zentralen Aufgaben literarischer Texte? Um wie viel wichtiger ist dies jetzt, da wir derart fassungslos und sprachlos den gegenwärtigen und möglicherweise ja schon unabwendbaren Veränderungen gegenüberstehen, wie dies viele Wissenschaftler ja schon diagnostizieren? Mit diesem kurzen Ausblick gebe ich jetzt das Wort an Thomas Aiginger und freue mich sehr auf Ihre Lesung. Herr Aiginger, jetzt habe ich Sie gar nicht weiter eingeführt. Verzeihung, ich wollte noch ein paar Worte zu Ihnen sagen. Moment. Wo bin ich denn noch Hallo, da? Hallo, guten Abend mal von meiner Seite. Wie bitte? Hallo und guten Abend mal von meiner Seite. Genau. Ich sagte, ich führe Sie später noch ein, Herr Aiginger. Genau. Sprechen Sie. Also wenn mich an sich sind Sie immer noch da. Alles gut. Ja, gut. Ich bin jetzt auch wieder im Bilde. Genau. Okay. Ja. Gut. Dann danke für diese sehr spannende Einleitung und schön, dass ich heute Abend da sein darf. Ich will gar nicht lang vorreden, bevor ich zu lesen beginne. Ich beginne mit einer kleinen Intro als Einstimmung auf das Buch und auf das Thema. Und dann geht es auch schon los. Seit zwei Tagen warteten sie. Sie schliefen auf dem marokkanischen Teppich vor dem Fernseher, legten ihre Handys nicht mal beim Essen aus der Hand, aktualisierten alle zwei Sekunden ihre Twitter-Timeline. Es konnte jeden Moment geschehen. Oder nie. Nachts, wenn Daniel vor Anspannung nicht schlafen konnte, massierte Vera seinen nackten Oberkörper. Seine Schultern fühlten sich an wie das Stahlgehäuse eines Roboters.
Um ihn abzulenken, hatte sie ihn auf den Öppenplatz geschleppt, zu dem Flohmarkt für die Hochwasseropfer. Der wohltätige Zweck war Vera egal. So tragisch die 10.000 Obdachlosen Mitteleuropäer sein mochten. Andere Menschen auf diesem Planeten brauchten weit dringender Hilfe. Daniel, flüsterte Vera, schau. Auf dem ganzen Platz griffen die Menschen in ihre Taschen, bildeten Grüppchen, starrten ungläubig auf ihre Smartphones. Daniels Nervosität schien auf einen Schlag verflogen. Breitbeinig überblickte er den Platz mit braunem Vollbart in einem verschlissenen Greenpeace-T-Shirt. Und, fragte Daniel, besser als Fallschirmspringen? Nein, antwortete Vera. So fühlte es sich an, ohne Schirm aus einem Flugzeug zu springen. Sie tastete nach dem Handy, doch Daniel schüttelte den Kopf und verschränkte seine Finger in ihre. Sie folgten der Menge, die zur hinteren Ecke des Marktes strömte, wo ein türkischer Händler versuchte, einen gebrauchten Fernseher in Gang zu setzen. Vera zitterte. Keine Sekunde länger hielt sie das aus. Sie riss ihr Handy aus der Tasche. Ein einziger Blick auf CNN.com genügte. Der Moment war gekommen, an dem Science-Fiction-Fantasien wahr zu werden schienen. Der Moment, der sich in das kollektive Gedächtnis brennen würde, wie 9/11, der Fall der Mauer, die Landung auf dem Mond. Nie würden sie vergessen, was sie gerade taten, als die hysterische Nachrichtenflut des 13. Juni über sie hereinbrach. Arbeitete seit 7 Jahren für das Reisebüro. In einem guten Monat verkaufte sie 200 Flugtickets. Ausgerechnet sie. Schon die Flugreisen, die Vera selbst jedes Jahr auf Kosten des Reisebüros unternahm, erzeugten doppelt so viel CO2, wie einem Menschen in einer gerechten Welt zustünde. Wieder und wieder nahm sie sich vor, ihre Flüge im nächsten Jahr einzuschränken und konnte dann doch nicht widerstehen, wenn sie irgendwo auf der Erde ein neues, geheimnisvolles Fleckchen entdeckte. Als sie vor 5 Jahren mit einem dicken Minus am Konto von ihrer gescheiterten Entwicklungshilfemission im Sudan zurückgekehrt waren, verwandelte sich das Afrikanistikstudium mit Nebenjob in eine Vollzeitanstellung mit Afrikanistik-Hobby. Daniel besaß einige Reserven aus dem Verkauf des Softwareunternehmens, das er während seines Studiums gegründet hatte. Doch ihren gemeinsamen Lebensunterhalt verdiente er hauptsächlich Vera. Daniel nahm sich länger Zeit, den Sinn seines Lebens neu zu ergründen. Tagelang wanderte er durch die Wälder in der Umgebung Wiens. Mit einem Rucksack voller Zeitungen saß er auf Wiesen und versuchte, den Mechanismen der Welt auf die Schliche zu kommen. Er fuhr nach Deutschland zu Castor-Protesten, besuchte Podiumsdiskussionen und Demonstrationen, surfte durchs Internet und diskutierte mit Vera, nächtelang. Wofür lohnte es sich zu kämpfen? In den letzten Jahren war eine seit langem allgegenwärtige Bedrohung allmählich zur Gewissheit geworden. Laut dem Klimarat der Vereinten Nationen galt es als erwiesen, dass die Erde sich schneller erwärmte als je zuvor und dass diese Erwärmung von Menschen verursacht wurde. Der Klimawandel rückte ins Zentrum eines Netzwerks aus eng verflochtenen Gefahren. Knappheit von Lebensmitteln, Energie und fossilen Brennstoffen, ungerechte Verteilung globaler Ressourcen, Artensterben
Übersäuerung der Ozeane. Trotzdem scheiterten die Verhandlungen zu einer Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll. Daniel beobachtete erstaunt, wie die eindeutigen Ergebnisse der Wissenschaft weder zu politischen Maßnahmen noch zu nennenswertem Interesse der Zivilgesellschaft führten. Sogar das US-Verteidigungsministerium stufte die Gefahr durch den Klimawandel höher ein als jene durch Terrorismus. Dennoch unternahm niemand etwas dagegen. Und Vera? Sie verkaufte Flugreisen und trug so unmittelbar zum größten Problem der Menschheit bei. Daniel kritisierte sie nicht für ihren Job. Ob Vera die Reisen verkaufte oder jemand anders, hatte genauso wenig Einfluss auf die weltweiten Vorgänge wie die tausenden Menschen, die sich an Bagger ketteten und auf Bäumen kampierten, die Umweltverbrechen aufdeckten und Ölbohrungen sabotierten. Daniel machte es rasend vor Wut, wie viele Menschen ihr Leben für diesen Kampf opferten und wie wenig sie bewirkten. Er begann an seiner eigenen Lösung zu arbeiten. Einige Jahre später, 2015 beim Klimagipfel von Paris, eröffnete sich doch noch eine Chance für die Erde. Mit Merkel, Obama, Hollande saßen Menschen an den Hebeln der Macht, denen die Bekämpfung des Klimawandels ein echtes Anliegen zu sein schien. China drohte im eigenen Smog zu ersticken. Der niedrige Ölpreis machte die Erschließung neuer Vorkommen im Mittelmeer und der Arktis unrentabel. Trotzdem brachten 10.000 Diplomaten nach 6 Jahren Vorbereitung nicht mehr zu Wege als freiwillige Emissionsziele, die viel zu hoch waren, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Man definierte keine konkreten Maßnahmen, keine Sanktionen. Die Politiker feierten das schwammige Papier, als ob sie die Welt gerettet hätten, und wandten sich wieder jenen Themen zu, die ihnen den nächsten Wahlsieg sichern sollten. Für Daniel bewies der Gipfel von Paris, dass nichts die Erde vor einer Katastrophe bewahren konnte, solange der Klimawandel eine theoretische Bedrohung blieb. Die Gefahr musste aus den Köpfen der Wissenschaftler in den Bauch von 7 Milliarden Menschen übertragen werden, damit sie spürten, dass die Zukunft ihrer Kinder am Spiel stand. Je mehr Daniels Plan ihr Leben in Beschlag nahm, umso öfter meldete sich Veras schlechtes Gewissen zu Wort. Wenn ihr Chef nicht im Büro war, versuchte Vera ihren Kunden ökologische Aspekte der Reisen näher zu bringen. Seit die Lalan der Menschheit die Apokalypse prophezeit hatten, schienen die Kunden empfänglicher für ihre Tipps geworden zu sein. Als sie am 18. Juli das Reisebüro absperrte, hatte sie gerade eine ganze Reisegruppe von einem Flugzeug in den Nachtzug umgebucht. Statt in die Straßenbahn zu steigen, die sie in wenigen Minuten zu Daniel gebracht hätte, marschierte Vera einem plötzlichen Impuls folgend an der Station vorbei. Die Bewegung würde ihr gut tun nach dem Tag vor dem Bildschirm. Schon wieder lag eine brütende, jeden Pulsschlag lähmende Hitze über Wien. Der heiße Asphalt sog die Sonne auf und wurde so weich, dass ihre bunten Sandalen daran festzukleben drohten. Jeder Meter verlangte Vera die doppelte Kraft ab. Mit ihrem Handy prüfte sie den Live-Ticker. Der BSI-Kurs oszillierte seit Stunden um den prognostizierten Wert von 12,43 Dollar. Wenn um 22 Uhr die Wall Street schloss, würden Daniel und sie durch das Zimmer tanzen und mit einer Flasche Rotwein auf die Vernichtung von BSI anstoßen. Vera empfand eine tiefe Befriedigung bei dem Gedanken, dass die Eigentümer dieses schmutzigen Konzerns gerade die Hälfte ihres Vermögens einbüßten. Doch noch wichtiger war das Ergebnis für die nächsten Etappen des Krieges. Je genauer der prognostizierte Kurs eintrat, desto höher stieg die Glaubwürdigkeit der Lalan. Und umso effektiver wurden die nächsten Operationen. Es war ein entscheidender Tag für die Zukunft der Menschheit und für Daniel. Wieso vertrödelte sie ihre Zeit dann lieber in dieser unerträglichen Hitze, anstatt jede triumphale Minute mit ihm auszukosten? War sie eifersüchtig auf seinen Erfolg? Daniel betonte gerne, dass die Lalan ohne Vera nicht möglich gewesen wären. Ohne ihr Einkommen, ohne ihre moralische Unterstützung, ohne ihre Mission in St. Helena wären die Lalan nie zum Leben erwacht. Wenn sie dabei in seine glühenden Augen blickte, konnte sie ihm glauben. Sobald er den Blick wieder abwandte, wusste sie, dass sie niemals die Ausdauer für solch eine komplexe Operation aufgebracht hätte,
sie war ersetzbar, eher einzigartig. Vera schleppte sich durch die grauen Gassen des 8. Bezirks. Asphalt, Gullideckel und ein paar kümmerliche Pflanzungen der Stadtgärtner bedeckten jeden Zentimeter des Bodens. Im Gegensatz zu Daniel fehlte ihr die Natur jeden Tag. Daniel liebte die Effizienz der Städte, wie ressourcenschonend man die Menschen hier dicht an dicht übereinander stapeln konnte. Auch Vera mochte die Energie, das unendliche Angebot an abgedrehten Performances, winzigen Konzerten und kuriosen Lokalen. Wahrscheinlich hätte es ihr es nicht ausgehalten, dieses pulsierende Leben aufzugeben für einen einsamen Bauernhof mitten im Wald. Trotzdem, sie sehnte sich nach Wildnis. Vera überquerte den Gürtel, der die Grenze zwischen den hochnäsigen Innenstadtbezirken und dem vielfältigen Biotop Otterkrings bildete. Statt Boutiquen, Büros und Feinkostläden säumten hier Wettcafés die Straßen. Sogar die zeigten Aktienkurse statt Fußball. Und das bestimmt nicht nur in Otterkring, sondern auch in Melbourne, Rio und Nairobi. Der Mann, den sie liebte, hielt die Welt in Atem. Vera und Daniel wohnten in einem heruntergekommenen Haus der Nachkriegszeit, dessen einziger Charme in seiner von Graffiti überzogenen Fassade bestand. Im Zentrum des Gemäldes umfassten zwei Hände eine apokalyptische Erdkugel, auf der sich zwischen Atompilzen und Kampfjets alle Lebewesen des Planeten tummelten. Amöben und Walfische, Kätzchen und Stegosaurier, kopulierende, lachende und Kühe in ihre Mäuler stopfende Menschen. Je nach Veras Stimmung schienen die Hände die Erde entweder zu zerquetschen oder zu beschützen. An diesem Tag übten sie Gewalt aus. Vera spürte die kalte Angst in ihre Knochen kriechen. Plötzlich wusste sie, dass es ein Fehler gewesen war, in dieses Haus zu ziehen. Die auffällige Fassade würde Daniel eines Tages verraten. Jetzt bereute sie die vertrödelte Zeit. Sie musste wissen, ob es Daniel gut ging. Zitternd schloss sie die Haustür auf. Mit jeder Stufe, die sie höher stieg, kroch die Gänsehaut weiter ihren Rücken hinauf. Im zweiten Stock schob sie den Schlüssel in das Schloss und riss die Tür auf. Daniel saß auf einem Sitzpolster vor dem Fernseher. Er sprang auf und rief: 12,44! Vera küsste ihn. Es schaut ziemlich gut aus, sagte er und deutete auf den Fernseher. Alle schwitzen und haben Angst. Stimmt, dachte Vera. Sie wollte sich in Daniel verkriechen, ihn nie wieder loslassen. Sie wollte ein Baby mit ihm haben, zu dritt auf einen einsamen Bauernhof ziehen. Ja doch, jetzt wusste sie es. Sie wollte Daniel nicht mehr mit der Welt teilen. Vera schälte sich aus ihren klebrigen Kleidern und ließ unter der Dusche eiskaltes Wasser über ihren Körper strömen, bis sie vor Kälte fror und nicht mehr aus Angst. Daniel sah MTV, der sich in den letzten Tagen zum lalan-freundlichsten Sender entwickelt hatte. In einem schnell geschnittenen Beitrag stellten die Journalisten Auswirkungen des Klimawandels dem Profit gegenüber, den Investoren und Manager von BSI daraus zogen. Vera verfolgte den Bericht fasziniert. Die Fakten waren nicht neu. Doch wie radikal der Sender BSI an den Pranger stellte, wäre zwei Wochen zuvor undenkbar gewesen. Vera blickte hinaus auf die Straße. Hinter jedem Fenster flimmerte ein Fernseher. Jeder wollte wissen, ob auch die zweite Prognose der Lalan eintrat. Doch war den Menschen wirklich der Klimawandel ein Anliegen geworden? Oder dürsteten sie bloß nach der nächsten Sensation? Daniels Schrei riss sie aus den Gedanken. Wie ein Katapult schnellte er auf die Füße. Im selben Moment unterbrach MTV die Einspielung mit einem Satz. Vera meinte, das Raunen zu hören, das sich über der Wälder hob. Nur sie blieb stumm. Wie versteinert verharrte sie auf dem Polster. Vera hatte in diesem Moment die verstörendste Erkenntnis ihres Lebens. Sie verstand plötzlich ihre ungewohnte Angst. Sie verstand ihren Drang, sich bei der Heimfahrt zu verbummeln. Alles fügte sich zusammen. Der Aktienkurs war nach oben ausgebrochen und sie hatte aufgeatmet. Sie hatte einen Augenblick der Euphorie verspürt, bevor sie sich schämte und wünschte, sie hätte sich geirrt.
Doch der Kurs galoppiert in Richtung der 14-Dollar-Marke und mit jedem Satz nach oben wogte eine warme Welle der Erleichterung durch ihren Körper. Sie musste Ruhe bewahren, ihre Gefühle unter Kontrolle bringen. Ihre Gefühle unter Kontrolle bringen. Ihr Leben lang hatte sie alle ausgelacht für diese Floskel. Es lag im Wesen von Gefühlen, dass sie sich der rationalen Kontrolle entzogen. Menschen vergruben sie bloß tief in ihrem Inneren, wo sie unbeobachtet zu Magengeschwüren heranwuchsen, zu Griesgrämigkeit, zu Zorn oder Gewalt. Nichts war erfüllender, als jedem Impuls augenblicklich nachzugeben. Deswegen war Vera so oft glücklich. Deswegen fühlte sie sich auch im Kummer wohl, weil sie weinte und schluchzte und trauerte, sobald er danach war. Zum ersten Mal in ihrem Leben schämte sie sich für ein Gefühl so sehr, dass sie es um jeden Preis verbergen wollte. Doch war ihre Erleichterung tatsächlich so verwerflich? Sie fühlte so, weil sie Daniel liebte. Wenn der Kurs jetzt stieg und die Prognose der Lala nicht eintrat, wenn sie wirklich weit daneben lag, war dieser Spuk vorüber. Der Zauber ihrer Vorhersagen wäre gebrochen. Genauso wie Daniels größter Traum. Vera studierte die Texte auf den Pastellfarben und Verpackungen. Das Regal mit den Schwangerschaftstests wirkte so steril wie ein Besteckwagen in einem OP. Die nachdenklichen Gesichter auf den Schachteln hinterließen ein mulmiges Gefühl in ihrem Magen. Wieso waren die Tests so gestaltet, dass man sich krank fühlte? Vera nahm eine türkise Schachtel aus dem Regal. Prägner fix, Sicherheit in 3 Minuten. Die Frau darauf sah aus, als grübelte sie über einem Schachproblem. Der Weg zur Kasse führte Vera durch bunte Reihen von Fruchtbrei, Säften, Windeln, Rasseln, Kuscheltieren und Fertigmahlzeiten. Spaghetti Bolognese ab 4 Monaten. Steak mit knackigem Gartengemüse ab 8. Was für ein Unsinn! Hunderte Babyaugen starrten ihr von den Verpackungen entgegen. Kindchenschema und herzige Tierchen. Vera streichelte über ihren Bauch. Wie lange würde sie ihren Zwerg vor diesen gierigen Marketing-Geiern beschützen können? Vor der Wohnungstür nahm Vera den Schwangerschaftstest aus seiner Verpackung und steckte ihn sich hinter das Ohr wie einen Kugelschreiber. Sie zwang ihre Lippen zu einem kecken Lächeln. Daniel war nicht da. Weder im Wohnzimmer noch im Schlafzimmer, nicht im Bad und nicht auf dem Klo. Seine Flohmarkt-Sneaker fehlten. Hatte Daniel nicht gesagt, dass er am Nachmittag zu Hause sein werde? Sie setzte sich auf die Fensterbank. Ihre Finger spielten mit dem Test. Irgendwie hatte sie sich das romantischer vorgestellt, als mit einem angepinkelten Plastikteil in der Hand eine Flasche Wein zu öffnen. Ihr fiel ein, dass sie den Wein nicht einmal trinken durfte, wenn der Test positiv war. Und wo steckte Daniel? Dass er sich nicht an Abmachungen hielt, war äußerst ungewöhnlich. Vera griff zu ihrem Handy und wählte Daniels Nummer. Sie zuckte zusammen, als sein Mobiltelefon 1 Meter neben ihr vibrierte. Sie schlüpfte in ihre Schuhe. Bevor sie die Straße überquerte, sah sie sich genau um. Ein paar Meter weiter lehnte ein bleicher Mann an der Wand gegenüber ihres Hauses und rauchte. Veras Blick schweifte über das Durcheinander auf dem Üppenplatz. Die untergehende Sonne tauchte die Hälfte mit den Marktständen in oranges Licht. Der Spielplatz und die Ballsportkäfige
lagen bereits im Schatten. Die Menschen saßen tratschend in den Schanigärten der Lokale oder liefen über den Markt. Sie trugen Kopftücher und bodenlange Chadors, Piercings im Bauchnabel und Baseballkappen, Turbane und Ledersandalen. Die Hundstage waren einem lauen Spätsommer gewichen. Die Bewohner der Stadt trieb es weiter aus ihren Wohnungen. Was konnte so dringend sein, dass Daniel ohne sein Handy nach draußen ging, ohne ihr eine Nachricht zu hinterlassen? Die Stände der Obst- und Gemüsehändler waren nach der Dürre des Sommers von Ramschverkäufern mit T-Shirts und Fahnen von Rapid oder Fenerbahce übernommen worden. Es roch nach gegrilltem Fleisch, Schweiß, Kreuzkümmel und Marihuana. Vera blickte durch die Scheiben des Fleischhauers, der steirischen Biobäuerin, des Kebabmannes. Kein Daniel. Ein Basketball knallte Vera vor die Füße. Sie sprang darüber, ein paar Halbstarke pfiffen ihr hinterher. Plötzlich bahnte sich eine Polizeistreife mit Blaulicht den Weg durch die Menge. Vera machte kehrt. Sie folgte dem Auto. Es fuhr in Richtung ihres Hauses. Im letzten Moment bog der Wagen links ab und rumpelte auf den Gehsteig. Vor einer Gruppe Junkies stiegen die Polizisten aus. Vera atmete auf und überquerte die Schattengrenze zu den Sportplätzen. Da entdeckte sie ihn. Er saß neben dem Spielplatz auf einer Bank, gleich bei der Rutsche. Daniel verharrte kerzengerade, ohne sich anzulehnen, wie aus einer Broschüre für Rückengesundheit, die Handflächen auf den Oberschenkeln, beide Füße auf dem Boden. Als hätte die Erde ihre Richtung geändert und die Abendsonne zurück über die Häuser steigen lassen, schien sich die Luft um Vera plötzlich zu erwärmen. Ihre verfluchte Paranoia. Alles war in Ordnung. Daniel bewegte das Gleiche wie sie. Sein Blick schwang mit einem schaukelnden Kind vor und zurück. Er malte sich aus, wie ihr Zwergchen aufwachsen würde. Vera setzte sich in Gedanken zu ihm. Sie konnte sich keinen besseren Ort denken, um ihr Kind großzuziehen, als das Viertel um den Ückenplatz. Vera liebte ihre Wohnung, die Gemeinschaft im Projekt, den gemeinsamen Garten. Niemals würde sie zulassen, dass die Fassade saniert wurde. Die riesige Weltkugel machte ihr Haus ganz und gar einzigartig. Was für eine dumme Angst, dass ein Graffiti die Polizei auf Daniels Spur bringen konnte. Vera griff nach dem Kunststoffzylinder in ihrer Tasche. Sie lächelte Daniel zu, überquerte den sandigen Spielplatz, beugte sich, um ihm einen Kuss zu geben und wollte die Hand aus der Tasche ziehen, als Daniel sagte: "Kein Wort hier. Gehen wir wohin, wo es laut ist." Im Aufstehen blickte er über seine Schulter nach links und rechts, als würde er verfolgt. Für einen Moment schien sein Gesicht vor Angst verzerrt. Daniel packte sie am Arm und führte sie vom Spielplatz. Vera ließ den Test zurück in ihre Tasche sinken und folgte ihm zum Gürtel. Danke. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist eine gute Einführung, die zeigt auch, wie spannend der Roman letztlich ist. Ich wollte jetzt erst noch mal ganz kurz was zu Ihnen nachtragen. Das ist ja wirklich, habe ich vorhin vergessen. Also Thomas Eiginger ist ein Autor aus Wien, der schon einen früheren Roman geschrieben hat. Der Ausnahmezustand ist sein zweiter Roman, auch der erste Roman mit dem Thema Klimawandel, soweit ich weiß. Und arbeitet ansonsten als Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, Sie sind eigentlich prädestiniert gerade für die Teile innerhalb des Romans, wo es ja auch um diesen Zusammenhang geht von Globalisierung, Digitalisierung, Wirtschaft und so weiter. Da schöpfen Sie auch aus dem Vollen, nehme ich mal an. Genau, also ein Autor, der über das viel weiß, worüber er auch schreibt. Wir würden jetzt erstmal kurz zu zweit diskutieren. Ich habe gesehen, es sind auch schon Fragen angekommen. Erstmal die ganz banale Frage, Herr Eiginger. Eigentlich normale, immer die erste Frage. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Roman mit dem zentralen Thema Klimawandel zu schreiben? Also ich glaube, das ist die normalste Frage. Die haben Sie sicher auf Lesungen auch schon oft gehört. Dann schließe ich gleich meine zweite an, dann wird es ein bisschen spannender. Und hatten Sie beim Schreiben unter anderem oder vielleicht hauptsächlich sogar die Absicht, Leser und Leserinnen aufzuklären,
sogar zum Handeln zu animieren. Genau. Okay. Gut, das Thema Klimawandel ist für mich irgendwie ein sehr naheliegendes Thema, um darüber zu schreiben, weil das jetzt abgesehen von seiner Brisanz und davon, dass es uns jetzt auf Jahrzehnte begleiten wird, auch ein sehr spannender Geschichtenstoff ist. Da steckt irgendwie extrem viel drin auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also wenn man mal auf einer ganz globalen Ebene beginnt, diesen Kampf der Wissenschaft gegen die Politik, diese Ohnmacht der Wissenschaft, da wirklich die Politik dazu zu bewegen, zu handeln, also dass man eigentlich weiß und eigentlich die Fakten kennt, und mittlerweile sind die Fakten ja auch relativ unbestritten, dass es ein äußerst dringendes Thema ist und man unbedingt dringend was dagegen unternehmen muss. Und trotzdem setzen sich immer die durch, die den Status quo bewahren wollen und die auch ihre eigenen Profite bewahren wollen. Also das ist einmal so dieser ganz globale Konflikt. Dann gibt es daneben dieses Thema, das ich auch im Roman ganz viel behandle, diese Energie, die ganz viele Menschen in den Kampf gegen den Klimawandel stecken und wo diese Menschen die Kraft hernehmen, da für ein Thema zu kämpfen, wo so wenig passiert und wie sie mit dieser Frustration umgehen und dann trotzdem immer wieder dranbleiben. Also das war was, was mich ganz, ganz, ganz stark fasziniert und begeistert hat und worüber ich auch schreiben wollte. Und dann geht es auch um so kleinere Themen, wie was dann auf einmal passiert, um dem Thema Klimawandel dann doch eine Aufmerksamkeit zu geben. Also diese ganze Thunberg-Geschichte ist ja erst nach der Veröffentlichung von einem Roman passiert, aber das ist ja was ganz Erstaunliches. Auf einmal, nachdem die Wissenschaftler 20 Jahre das predigen, kommt auf einmal ein 17-jähriges schwedisches Mädchen daher und dreht auf einmal die ganze Geschichte und bringt ihm auf einmal eine Aufmerksamkeit aus dem Nichts, die man vorher nie erreicht hat. Und dann gibt es wieder diese Gegenbewegung, dass da ein unglaublicher Hass entsteht gegen ein Mädchen im Prinzip, das nichts anderes getan hat, als den Leuten zu sagen, dass sie auf die Wissenschaft hören sollen. Also da gibt es ja noch ganz viele menschliche Aspekte, die auch jeder von uns kennt. Irgendwie dieser Versuch, das Thema zu verdrängen, irgendwie zu rechtfertigen, warum wir trotzdem so weiterleben, obwohl wir alle wissen, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Also ja, da steckt einfach so viel drinnen, dass das für mich praktisch aufgelegt war, darüber zu schreiben. Okay, ja, ja. Dann schließe ich gleich eigentlich meine dritte Frage an, die eigentlich da noch nicht so gedacht war, aber ich schließe sie jetzt mal an, weil die jetzt so passt. Also Sie sagen selbst, das war angelegt, das musste geschrieben werden. Für mich selbst war es so, dass die Lektüre Ihres Romans, also ich bin selber so teilweise aktivistisch unterwegs, aber altersgemäß möchte ich mal sagen, aber für mich war es erstaunlich, dass die Lektüre Ihres Romans fast eine entlastende Wirkung hatte. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht aufgrund der fast fiktiven Erleichterung, dass endlich jemand mal was unternimmt. Vielleicht aufgrund der Identifikation, die ja beim Lesen passiert mit den beiden Protagonisten und ihrem Kampf gegen Klimawandel. Vielleicht auch aufgrund der fast zwischendurch aufscheinenden Hoffnung, dass etwas wirklich sich ändert, dass sogar Außerirdische eingreifen könnten. Jedenfalls war für mich diese Lesererfahrung ein Beweis dafür, dass Literatur, indem sie solche Probleme, gerade dieses Großproblem sozusagen behandelt, eine irgendwie entlastende Wirkung haben kann. Nicht im Sinne von passiv werden, aber eben doch so eine psychisch entlastende Wirkung. Ist Ihnen das dann beim Schreiben ähnlich gegangen? Sie haben ja jetzt schon dargelegt, dass das Thema eigentlich für Sie dringend dran war. Auf jeden Fall. Also, und Sie haben ja auch in der Einführung gesagt, dass es im Prinzip zwei Grundwege gibt, an das Thema heranzugehen, den dystopischen und den utopischen Weg. Und da ich von meiner Natur aus und von meiner Lebenseinstellung heraus eher ein optimistischer Mensch bin, der eigentlich glaubt, dass sich die Dinge zum Guten wenden, war es irgendwie auch logisch, dass ich einen eher hoffnungsvollen Roman drüber schreibe. Gerade bei einem Thema, das ja sehr frustrierend ist und wo einem der Optimismus dann ja oft abhanden kommt, wenn man drüber nachdenkt. War es auch klar, dass das nicht so, dass diese Utopie nicht so heil bleiben kann. Damit das nicht nur euphorisch und naiv ausgeht. Aber es war auf jeden Fall auch diese Hoffnung wichtig, und sonst wäre der Roman vielleicht auch zu düster und deprimierend geworden. Vielleicht nochmal zum Thema Zukunft. Da habe ich ja nur ein bisschen was zu gesagt in der Einführung, aber das ist ja eigentlich eines der zentralen Themen im Bereich Klimaliteratur.
Zum einen, weil das Klima eben, weil wir ja immer über eine Zukunft reden, über das, was kommt. Inzwischen ändert sich ja etwas. Wir haben jetzt gerade wieder diese ungewöhnlich heißen Tage und diese Trockenheit. Also ich, Berlin, Brandenburg und außenrum, das ist ganz evident, dass da was Schwieriges passiert. Aber Zukunft auch als Thema natürlich, weil mit der Klimakatastrophe Zukunft überhaupt zu schwinden scheint. Das ist ja was, was wir, was uns bisher eigentlich unvorstellbar war, dass es so etwas geben könnte. Und auch in Ihrem Roman spielt Zukunft eine große Rolle, sowohl durch die Anwesenheit der Lalaren, die ja sogar Zeitreisen unternehmen können, und durch die scheinbare Möglichkeit, wollen wir nicht zu viel verraten, einer Voraussage der Zukunft. Dabei ist die Science-Fiction-Handlung auch eine positive Science-Fiction, die Sie entwerfen. Also die Außerirdischen sind möglicherweise freundliche Außerirdische. Und die Zukunft ist somit, also sozusagen die weitere Zukunft, die mit den Lalaren auftritt, ist eine den Menschen wohlgesonnene, während umgekehrt ja in der Realität gerade die Zukunft bedrohlich erscheint. Wollten Sie bewusst eine Zukunft vorführen, die positiv auf die Gegenwart einwirkt? Also gerade Georg Seslin hat dazu viel geschrieben, dass Gegenwart und Zukunft im Grunde zusammenhängen und wir immer aus unserer Gegenwart eine Zukunft entwerfen, die zu uns passt. Mhm. War das auch so eine Art Wunsch von Ihnen oder Vorstellung? Ja, worum es mal bei dem Thema vorhin gegangen ist, ist, dass ja eigentlich eine der Schwierigkeiten, warum wir Probleme haben, die Dringlichkeit des Klimawandels zu verstehen oder richtig zu behandeln, ist, dass die Folgen so weit in der Zukunft liegen. Mhm. Und dass das einerseits schwer greifbar ist und auf der anderen Seite man sich halt immer um die Dinge kümmert, die jetzt dringend für die nächsten Jahre sind, anstatt für die, die in 50, 100 Jahren passieren. Ja. Und eigentlich ist die Zukunft, die vorhergesagt wird, ja auch nicht positiv. Also eigentlich sagen ja die Lalaren, wenn ihr so weitermacht, dann könnt ihr in 100 Jahren nicht mehr auf diesem Planeten leben. Das ist ja eigentlich ihre Botschaft. Und dadurch, dass sie diese Zukunft greifbar machen und die Menschen zum ersten Mal daran glauben und wirklich darüber nachzudenken beginnen, wie es ihren Kindern mit diesem Planeten, den sie da hinterlassen, gehen wird, dadurch entsteht bei den Menschen auch so ein bisschen eine Dringlichkeit und das Gefühl, oder das Gefühl für die Dringlichkeit. Ja. Also das ist eigentlich eine Methode, um die Zukunftsvorhersage, die sonst immer so fern ist, greifbarer zu machen und in die Bäuche der Menschen hineinzubringen, wie Daniel in dieser Szene gelesen hat. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß natürlich nicht, wie man es tut, aber das ist einer der Schlüssel, glaube ich, um da mehr Awareness und mehr, ja, mehr Druck auf das Thema zu bringen. Ich sehe, es wird gerade recht dunkel. Ja, mal kurz da noch anknüpfend. Ich finde das eines der spannenden Teile oder der besonders spannenden Teile in Ihrem Buch, dass Sie sozusagen eine Science-Fiction-Handlung und eine Krimi-Handlung verbinden. Und das ganz spannend sozusagen auch austarieren in zwei, also das so verbinden. Genau. Mhm. Und damit eben diese Zukunftsthema so reinholen und gleichzeitig natürlich auch die Frage nach Täterschaft. Wer ist eigentlich hier schuldig? Ist ja immer das Hauptthema auch hier des Krimis sozusagen. Wo ist der Schuldige? Sozusagen auch schwingt immer mit als Frage, jenseits der ganzen Ökonomie die oder ökonomischen Belange, die Sie ja auch sehr stark bringen, wo ich da auch denke, Sie haben einfach da auch ein bisschen Einblick sozusagen. Genau. Die vier Protagonisten, die Sie haben, Sie haben jetzt sozusagen vor allem Daniel und Vera beschrieben, sind da auch, finde ich, sehr ausgewogene Repräsentanten gewissermaßen. Sozusagen die beiden Aktivistinnen und die beiden anderen, sagen wir jetzt erstmal. Und Pierre ist ja so eine Art, ist er einer der Bösen? Irgendwie schon, ne? Kann man schon sagen. Ich mag immer alle meine Figuren, deswegen tue ich mal schwer, dass alle den Pierre immer so passen. Also, und vor allem, er ist natürlich jetzt nicht sympathischste und ist teilweise oberflächlich, aber im Film, was er tut, ist er viel näher an dem dran, wie wir uns alle verhalten, als Daniel, der da so nach seinen strikten Prinzipien lebt. Also eigentlich ist der Pierre der menschlichere von denen und weniger sture und rigide. Und deswegen ist er in vielen Zügen auch sympathisch, auch wenn er natürlich da
seinen Job, das ganze Klimawandel-Thema vorantreibt. Ja, ja. Aber ich würde nicht Sie würden ihn gar nicht so, okay, dann wäre sozusagen meine nächste Frage, also ausgehend von Georg Seeslen, der ja sagt, Ökonomie und Zugriff auf die Zukunft hängen zusammen. Er sagt ja, Gewinner im Neoliberalismus ist nicht, wer am meisten Zukunft ermöglicht, sondern derjenige, der am meisten Zukunft verbaut. Das finde ich eine total spannende Zusammenfügung von Ökonomie und Zukunftsaussichten sozusagen, also diejenigen, die am reichsten sind, verbauen am meisten Zukunft. Das kam ja jetzt auch wieder gerade in den letzten Tagen, ne, diese 1% der Reichsten, die eben den CO2-Ausstoß unglaublich antreiben. Insofern, jetzt, Sie hatten es schon gesagt, Sie mögen Pierre, also ist es kein autorschaftlicher Kommentar, dass er am Schluss dann leider doch über die Klinge springen muss, um das mal vorwegzunehmen? Nein, eigentlich nicht. Also so moralisch versuche ich meine Figuren eigentlich nicht zu behandeln, dass wenn sie böse sind, dass sie sterben müssen. Das wäre dann auch irgendwie auf Dauer etwas vorhersehbar. Also das hat sich einfach aus der Handlung und aus der Figur ergeben, dieses Ende. Und ja, ja. Würde auch ein bisschen zu dem, es würde auch ein bisschen zu dem Konflikt von Vera, die Pierre ja kennt und dann irgendwie für das Ende verantwortlich ist. Und, ja. Gut. Und ich glaube, jetzt gibt es auch schon Fragen im Chat. Ich würde jetzt gleich mal noch eine Frage, dann lassen wir es. Oder dann lassen wir mal das Publikum rein. Sie haben jetzt auch viel von Vera gelesen. Das ist ja eigentlich die Figur, die am meisten Raum einnimmt, vielleicht in dem Roman. Sehen Sie sozusagen auf weiblicher Seite am ehesten noch Hoffnung? Sie haben ja gesagt, Sie haben es vor Greta Thunberg geschrieben, aber auch das ist ja eine weibliche Figur. Oder ist das jetzt auch eine literaturwissenschaftliche Projektion sozusagen? Ja, die beiden arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen. Ich habe tatsächlich, wie ich das Buch geschrieben habe, oft darüber nachgedacht. Also die Daniel und Vera arbeiten ja im Prinzip zusammen und haben auch ähnliche Ziele, sind aber von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Also der Daniel ist einfach sehr rigide und stur und hartnäckig, während die Vera viele unterschiedliche Dinge macht und dann auch nicht so streng mit sich ist. Und ich habe, wie ich das geschrieben habe, tatsächlich überlegt, warum ich die Geschlechterverteilung so gewählt habe. Und ich habe es auch versucht zu tauschen, mal probehalber aus Interesse, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Ich kann es nicht genau erklären, aber es ist mir so einfach viel stimmiger vorgekommen. Okay, gut. Aber das dürfen Sie interpretieren, wenn das Ja, lässt. Genau. ja, Martin, wollen wir mal, können wir jetzt eigentlich mal Publikum zulassen oder einschalten? Oder soll ja, würde ich machen. Also wir haben zumindest erstmal einen noch aus dem Publikum und ich hatte schon eine Frage noch im Chat geschrieben von dem Herrn Gerhard Allgäuer. Ja. Und ich lasse mal den anderen noch rein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Am besten dann den YouTube-Stream ausschalten. Dann ist es am einfachsten für das zu machen. Das dauert vielleicht einen kurzen Moment. Vielleicht kommen noch die andere Frage von dem Gerhard Allgäuer. Genau. Sehen Sie das auch, ja, ne, Herr Allgäuer? Genau, ich habe schon. Ja, genau. Also wann mir der Klimawandel bewusst geworden ist, ist irgendwie eine schwierige Frage. Also grundsätzlich an dem Roman habe ich schon sehr lang gearbeitet, weil ich eben dazwischen auch das andere Buch fertig gemacht habe. Also ich glaube, ich habe so 2012 begonnen, an dem Roman zu arbeiten. Mhm. Bewusst ist er mir seit Jahrzehnten eigentlich. Okay. Aber irgendwie so die Dringlichkeit und dieses Gefühl, dass es wirklich zu spät ist, um was zu unternehmen und das ist wahrscheinlich irgendwas so Ende der Nullerjahre entstanden, würde ich sagen. Also vorher habe ich mir immer gedacht, ja okay, die Menschheit hat noch alles irgendwie hinbekommen, aber wie dann so diese UNO-Klimaberichte immer deutlicher und eindeutiger geworden sind und eigentlich null Reaktion hervorgerufen haben, jahrelang, habe ich dann irgendwann die Brisanz des Themas zu spüren begonnen und habe entschieden, dass ich darüber schreiben will. Ja. Zweite Frage, Klimakrise statt Klimawandel. Das Wort Klimakrise ist natürlich etwas, was die letzten Jahre stärker vorgekommen ist. Puh, schwierige Frage. Ja.
steht eigentlich für unterschiedliche Dinge, oder? Klimakrise ist irgendwie aus meiner Sicht die, die globalere Krise, die auch irgendwie beschreibt, wie die Menschheit damit umgeht, während Klimawandel das, ja, das wissenschaftliche Faktum ist, was mit dem Klima passiert und wie sich das Klima verändert. Ich habe ehrlich gesagt wenig darüber nachgedacht, ob ich das richtige Wort verwendet habe oder nicht. Ja. Okay. Dann gab es noch eine Frage. Also der, die Person ist jetzt noch nicht wirklich mit Lautsprecher dabei. Ich hatte jetzt schon mal angeschrieben, aber ich glaube, es gab noch eine Frage von der Christine Kanz eventuell, genau. Weiter oben im. Ja. Die schrieb noch zum einen, fragte sie ja noch nach dem Naturbegriff. Das ist natürlich auch gerade so in. Für Literaturwissenschaftler so ein Thema, gibt es eigentlich Natur? Also wir haben so lange gelernt oder uns damit auseinandergesetzt, darüber nachzudenken, dass wir ja immer bestimmte Diskurse übernehmen, dass auch das Reden über Natur natürlich etwas ist, was nicht die Natur per se in den Blick nehmen kann, sondern was etwas ist, was von vorgeprägten Vorstellungen geprägt wird. Natur selbst ist ja auch als Großbegriff schon schwierig geworden. Wir haben verschiedene natürliche Phänomene und Erscheinungen. Natürlich gibt es Pflanzen und Tiere, aber sozusagen die Natur als Ganzes ist sozusagen mit den 2000er Jahren auch irgendwie fragwürdig geworden. Wie ist das für Sie? Würden Sie selber sagen, Sie sprechen von die Natur oder Sie haben das Gefühl, Sie stehen der Natur gegenüber oder... Wie würden Sie das für, für sich selbst oder für Ihr Schreiben sehen? Ja, also in der Szene, die ich gelesen habe, da geht es ja vor allem um die Frage, um die Frage Stadt versus Land. Also das ist jetzt vielleicht nicht der Naturbegriff in dem Sinn, der jetzt gemeint war, sondern einfach um die Wildnis geht es da wäre eigentlich. Also das ist ja das, was sie sagt, um die Wildnis versus gegen das Menschgemachte. Mhm. Das ist das, was ihr oft fehlt und wonach sie sich sehnt und was ihr abgeht. Und was ich da auch ein bisschen verwende, um den Unterschied in der Persönlichkeit nochmal zwischen ihr und dem Daniel darzustellen. Der Daniel, der ja sehr geordnet ist und dem deswegen das überhaupt nichts ausmacht, wenn er in einer Stadt ist, wo einfach alles von Menschen organisiert ist und effizient ist, während die Vera immer danach sehnt, auch so ein bisschen zurück in das Unberührte zu kommen. Also das ist ein Naturbegriff, um den es ihr hier geht. Ja. Ja, ja. Aber für sich selbst, für Ihre eigene Erfahrung, würden Sie sagen, Sie würden sagen, die Natur oder Sie leben jetzt auch in Wien? Für mich hat das auch keine sehr große Bedeutung. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Mensch bin, der über die Natur unter dem Begriff nachdenkt. Ja, ja. Also Sie würden sich auch nicht irgendwie als Nature Writing Autor profilieren in Ihren nächsten Werken oder so? Nee. Nein, das hat auch einen Grund, warum ich in der Stadt lebe. Ich glaube, ich bin ein Stadtmensch. Okay, ja. Ich mag es auch außerhalb der Stadt sehr, aber... wo Menschen sind. Also sind auch in meinen Büchern immer die Menschen, die mich interessieren und die Figuren und wie die Figuren zusammenspielen. Das ist immer das Zentrum. Und würden Sie sich selbst als Autor dieser Climate Fiction bezeichnen oder ist das jetzt sozusagen auch eher es gibt so viele interessante Themen, über die man schreiben kann. Also ich habe auch vor, mich in meinen nächsten Werken wieder mit anderen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, der Klimawandel ist was immer irgendwo mitspielt und was in jedem Roman-Setting, das man wählt, das zur aktuellen Zeit spielt, irgendwie vorkommen wird und berücksichtigt werden muss. Aber dass ich nochmal so einen Roman schreibe, der das so zentral ins in die Mitte rückt, habe ich eigentlich jetzt nicht vor. Ja. Gut, ich denke, viele Autoren schreiben einen großen Roman dazu und dann schwingt es wieder so mit wie bei Richard Powers, dieses die Wurzel des Lebens, der schreibt ja sonst auch ganz andere Sachen. Also das ist schon, glaube ich, oft so, dass so den Drang gibt, einmal dazu ein Werk zu verfassen, was in irgendeiner Weise diese Bedrohung spiegelt und reflektiert und darauf auch vielleicht Antworten bereitstellt. Aber das dauerhaft darüber zu schreiben, eher dann essayistisch. Ne? Also Jonathan Franzen, denke ich, schreibt weiterhin essayistisch darüber und wird ja immer weiter wichtige Sachen zu sagen. Genau, ja.
Aber man will natürlich nicht nur in dieser Ecke sitzen und dann, gut, wenn man Krimis schreibt, dann ist es natürlich auch spannend. Krimis ist sozusagen ja auch eine ganz große Genre, wo man wahrscheinlich immer weiter schreiben kann und neue Skandale aufdecken kann, was Sie ja auch machen mit den BSI-Firmen und so. Haben Sie da an konkrete Firmen gedacht? Gut, Shell kommt ja auch, die ist ja eh konkret. Aus dem Roman hat dann der Verlag alle konkreten Firmennamen entfernt. Also. um es uns leichter zu machen, da waren am Anfang ein bisschen konkretere Firmen drin. Aber die Firmen stehen symbolisch für das, was sie tun. Und dass das eine konkrete Firma ist, man versteht, was gemeint ist und was für Mechanismen damit gemeint sind. Und das ist, glaube ich, leicht nachzuvollziehen oder kann sich jeder Leser selber was darunter vorstellen. Auch konkrete Namen wären auch nicht schlecht gewesen. Dann hätte man gleich so eine Art Handlungsanleitung. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Es sind, darf jeder selber suchen, was dem entspricht, sozusagen in der Realität. Ja. Ja, jetzt ist HMB zwar da, aber ohne Frage. Ohne Frage, ohne Mikrofon, reagiert auch nicht. Okay, doch, jetzt. Sie reagiert schon, aber sie hat keine Frage. Ach okay. So. Gut. Okay. Vielleicht höchstens die, ob die Rolle der Außerirdischen besagt, dass der Autor es den Menschen alleine nicht mehr zutraut, die Klimakrise in den Griff zu kriegen? Gute Frage, ja. Also dieses außerirdische Thema war ja etwas, was durchaus, was auch immer ein bisschen riskant ist, in einem Buch so in den Vordergrund zu rücken, weil man damit ja immer gleich in der Science-Fiction-Ecke landet und dann vielleicht andere Leute das Buch lesen, als dann wirklich, als wirklich die Zielgruppe sind oder die dann vielleicht enttäuscht sind, weil die Außerirdischen ja eigentlich nur eine Projektionsfläche sind für das, wie die Menschen dann diese Nachrichten darüber wahrnehmen. Also es hatte eigentlich keine Science-Fiction und damit habe ich auch lange darüber nachgedacht, ob ich die Außerirdischen jetzt wirklich nehmen soll und habe auch nach anderen Szenarien gesucht, mit denen die Menschen praktisch etwas Ähnliches bewerkstelligen könnten, aber mir ist irgendwie nichts eingefallen, was irgendwie so griffig ist und was irgendwie so diese Notwendigkeit nach einer Geschichte, die den Menschen die Menschen mitnehmen und die den Menschen irgendwie nahe geht und die sie dann auch wirklich beachten, dass diese Funktion erfüllt hätte. Aber diese Interpretation ist schon durchaus gerechtfertigt. Ja. Also ich sehe nicht viele Außerirdische oder viele Menschen, die diese Funktion der Außerirdischen erfüllen können. Wobei sich ja auch damit, also diese Thunberg-Geschichte war ja für mich ganz spannend, weil ja da viel Ähnliches passiert ist, wie die Außerirdischen auslösen. Also der hat ja dann auf einmal so diese ganz massive Medienaufmerksamkeit bekommen, die in dem Buch eben auch versucht wird, über die Lalande zu generieren. Und die Menschen haben aber viel abwehrender darauf reagiert, als ich mein Buch vorhergesehen hätte. Wäre vielleicht, wenn es 2019 erschienen wäre, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aha. Und woher kommt der Name Lalaren oder Lalaren? Da habe ich ganz viele unterschiedliche Namen gehabt. Letztlich habe ich versucht, einen Namen zu finden, der nicht an irgendwelche anderen Außerirdischen erinnert. Die halt auch möglichst fiktional zu halten und nicht, damit die Leser nicht gleich ein Bild dabei im Kopf haben. Und ich habe versucht, einen Namen zu kreieren, der möglichst wenig unterschiedliche Silben hat, weil es irgendwie unwahrscheinlich ist, dass wenn da eine ganz entfernte außerirdische Lebensform lebt, dass die dann eine Sprache sprechen, die so ähnlich ist, dass man da irgendeinen komplizierten Namen finden kann. Also einen ganz einfachen, lautmalerischen Namen gewählt. Und dann ist veröffentlicht worden, ist es La La Land rausgekommen, der Film war so. Es gibt dann immer irgendwelche Parallelen. Okay, also es ist doch prophetische Anteile Ihres Textes. Das ist doch schon ganz schön eigentlich. Sowohl mit Greta Thunberg als auch mit La La Land. Ein anderer interessanter Zufall war ja noch, dass ziemlich zeitgleich dann auch das andere Buch, Die Außerirdischen, von Doran Rabinowitsch rausgekommen ist. Naja.
das auch ganz ähnlich ist und dass auch die Außerirdischen genau für den gleichen Zweck verwendet, nämlich als Projektionsfläche darauf, dafür, wie die Menschen darauf reagieren. Mhm. Das war auch ein ganz lustiger Zufall, weil die Bücher sind bekannt. Ja. Okay, das ist mir gar nicht bewusst. Ja, genau. Gibt es denn jetzt, nee, wir haben weiter jetzt direkt keine Fragen im Publikum? Nicht direkt. Genau. Dann. Aber an sich fand ich es auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen vorbereitet hast oder. Ich habe jetzt eigentlich meine Fragen durch, mehr oder weniger. Genau, wir haben ja jetzt auch vieles schon angesprochen. Auch, dass Sie nicht weiter über Klimawandel schreiben werden wahrscheinlich. Das war sozusagen auch eine Frage, aber das haben Sie eigentlich auch schon beantwortet, ne? Dass das sozusagen ein zentrales Thema war, aber jetzt auch erstmal bearbeitet ist. Vielleicht überhaupt noch eine Andeutung, worüber schreiben Sie jetzt? Wann wird das nächste Buch rauskommen? Das verrate ich, wenn es soweit ist. Okay. Also auch nicht, den Erscheinungsdatum ist noch nicht so. Nein, das ist noch nicht. Noch nicht so nah, gut. Und Sie kommen aber auch mit dieser Doppelrolle sozusagen, das spielt ja in dem Buch eigentlich eine große Rolle, auch diese Sphäre um Pierre und Globalisierung und Wirtschaft. Das ist sozusagen ja auch ein Stück weit Ihre Lebensrealität, nehme ich an, dass Sie ja auch in der Ökonomie tätig sind und dann sozusagen, schreiben Sie auch in Ihrem Text, linke und rechte Gehirnhälfte. Ist das so eine Spaltung, die dann auch manchmal ähnlich schwierig ist, wie für Vera im Reisebüro zu arbeiten? Oder, ich erlebe das eigentlich als etwas sehr, sehr Positives, weil das also für mich persönlich einfach zwei sehr unterschiedliche Arbeitswelten sind, indem man ganz, wie Sie sagen, ganz unterschiedliche Teile des eigenen Gehirns und der eigenen Persönlichkeit verwendet werden, weil in dem einen Job mehr der Getriebene ist oder eigentlich ständig Inputs von außen bekommt, steht ja beim Schreiben alles aus einem selbst und nur ganz anders mit sich umgehen, muss sich besser kennenlernen, muss seine eigene Kreativität verstehen lernen, muss Krisen alleine bewältigen, in der Art im Arbeitsleben ja nicht habe, weil die Krisen eigentlich sonst immer von außen entstehen und eine Blockade entsteht im eigenen Hirn und das ganz andere Fähigkeiten, um sie zu bewältigen, wenn von einem Projekt gefährdet ist. Gut, aber Sie haben keinen so kritischen Blick auf Ihre Arbeitswelt wie Vera eben. Nein, ich habe zum Glück einen Job, wo ich mit wo ich mit gutem Gewissen arbeiten kann und nichts böse. Ja, gut. Eine Frage vielleicht doch noch. Kriegt man gerne, wenn man über so ein heißes Thema schreibt, auch Anfeindungen? Ich meine, Sie haben die Greta Thunberg genannt, über die wird ja doch relativ viel auch geschimpft. Mhm. Ich saß mal neben einem Piloten in einem Flieger, der hat sie einfach ein Palatschinkengesicht genannt. Also abfällige Bemerkungen so von dem Typ. Wenn man so ein Buch schreibt wie Sie zu einem aktuellen heißen Thema, kriegt man dann auch solche Anfeindungen? Also eigentlich relativ wenig direkt, aber es kann natürlich, also einerseits fehlt mir noch ein paar Stufen an Prominenz, Greta Thunberg, und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ich immer in meiner Bubble unterwegs bin praktisch, also wer liest dann solche Bücher und wer hört sich solche Lesungen an, also da sind dann selten Leute drinnen, die wirklich fanatische Gegner von solchen Ideen sind. Manchmal kommen nach der Lesung Leute zu mir, die halt bestimmte Aspekte, die ich beschrieben habe, irgendwie anders sehen und die dann aber recht vernünftig diskutieren. Also so diese massiven Hasstiraden oder Anfeindungen habe ich bis jetzt zum Glück noch nicht gehabt. Gut, wir haben ja auch beim Klimacamp mal gelesen, da werden ja auch eher sozusagen zustimmende Zuhörer gewesen sein. Also habe ich nur gelesen, ne? Dass Sie da... Genau. Also das ist natürlich die Zielgruppe, wo niemand was dagegen hat. Außer vielleicht die Art, wie ich die Aktivisten darstelle und so, aber hat es eigentlich bis jetzt auch noch nie Einsprüche gegeben. Auch einigen Greenpeace-Mitarbeitern mal lesen lassen, bevor es veröffentlicht worden ist. Um zu kriegen,
nahe ich an der Stimmung bin und an der Art, wie sie denken. Und die waren eigentlich auch alle sehr positiv von einem gefunden, dass es Realität wieder gibt. Ja, das wollte ich schon fragen, wie viel Sie recherchiert haben für das Buch. Auch über die Satellitenfrage, ist das denn, das ist ja eigentlich so einer der Knackpunkte, dass die Fax, dass das der Satellitenfax bekommt, ohne dass klar wird, woher. Gibt es sowas? Ist sowas möglich? Wahrscheinlich nicht genauso. Okay. Das ist schon, da ist schon ein bisschen künstlerische Freiheit drinnen. Ich habe das Thema schon recherchiert und es sind viele Dinge entsprechend der Realität, wie zum Beispiel diese Geschichte, dass sie dann nach St. Helena fahrt, weil das wirklich eine der letzten Inseln ist, die überhaupt Telekommunikation über Satelliten verwenden, weil das ja sonst praktisch nur noch über Kabel gemacht wird. Also so einige Details sind schon richtig, aber ich habe mich dann entschieden, dieses technische Thema nicht weiter auszubreiten und jetzt nicht mit Telekommunikationsexperten ein genaues Hacking-Szenario zu entwickeln. Habe ich mal kurz überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, das interessiert außer mir wahrscheinlich dann keinen. Dann habe ich es wieder rausgelassen. Ich glaube es Ihnen. Also wenn Sie es sagen, würde ich alles glauben, da ich nicht so gewandert bin. Das ist gut. Okay. Jetzt ist noch jemand eingetreten. Ach so, Moment, muss ich reinlassen? Ja. Wahrscheinlich auch ein Kollege von mir. Demzufolge so viel zu der Blase, dass man immer sich im gleichen Umfeld bewegt. Das ist eigentlich auch das größte Problem, wie man Leute erreicht, die eigentlich gar nichts dazu wissen wollen. Ne? Genau. Genau, noch kurz Audioverbindung. Genau, ich habe nämlich da noch zwei Sachen zu die Gewinner von dem Gewinnspiel mit den drei Büchern, die wir verschenken wollen. Und jetzt ist er wieder raus. Genau, dann mache ich das, dann würde ich das nämlich noch schnell machen. Wir hatten ja praktisch ein kleines Gewinnspiel gemacht mit drei Büchern, die man zu gewinnen kann. Und wir hatten ein paar Einsendungen, wir wollten das eigentlich so machen, dass man sich einen Wunsch aufschreibt und den dann kommentiert und entsprechend nehmen wir den dann am Freitag mit zum Klimastreik. Müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen können. Aber zumindest waren ein paar schöne Wünsche dabei. Zum Beispiel, anstatt 10 Hektar jedes Jahr jeden Tag Bodenversiegelung, lieber 10 Hektar mehr Grünfläche am Tag. Das wäre super. Schöne Klimavision. Ja. Oder besser Flugzeuge im Bauch als das Klima im A. Ja, spreche ich Schmetterlinge nicht aus, im Bauch. Aber. Wie bitte? Ja, Schmetterlinge im Bauch. Flugzeuge im Bauch? Ja. Also gut. Und aber auf jeden Fall eine funktionierende CO2-Steuer. Das ist noch passend zu gestern praktisch, weil wir da ja auch CO2-Steuer hatten, wo wir festgestellt haben, dass CO2-Steuer eigentlich nur fossile Brennstoffe betrifft. Da war ich auch ein bisschen überrascht, aber gut. Kann man sich vielleicht nochmal von gestern anhören, den Vortrag. Den fand ich auch sehr spannend. Und was haben wir hier noch? Qualifizierte Aufklärung ist eines der wichtigsten Tools, das man als Wissenschaftler hat, um allgemeine komplexe Zusammenhänge zu vermitteln. Das auf jeden Fall auch, dass man also mehr forscht und verstärkt Wissens vermittelt. Das versuchen wir halt. Genau, und demzufolge haben wir drei Gewinner von Instagram, zwei Niku Kovic und Somfab, wie auch immer. Wir kontaktieren die dann im Nachhinein und von Facebook Josef Gansch. Die werden wir dann einfach anschreiben und entsprechend die Bücher dann hinschicken. Hoffentlich nachhaltig und energieeffizient. Ja. Haben wir jetzt noch Gerald wieder dabei? Nein, leider nicht. Klimaampel statt Corona-Ampel. Naja, das wäre auch eine Idee, ja. Fordert Parents for Future, das wäre auch noch eine Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Das wäre wirklich gar nicht so blöd. Da stehen wir aber eigentlich schon auf Rot, ne? Also. Ja. Ja, aktuell wäre sie fast auf Rot, ja. In einigen Bereichen zumindest. Ja, also. Nachdem wir mal. Achso, und das Letzte, was ich noch erwähnen muss, ist, dass wir ein Sponsoring hatten für die Lesung heute von Rauch Furnace Technology. Das ist also eine lokale Firma aus Gmunden, die Schmelzöfen für Magnesium herstellen, was auch sehr spannend ist, weil Magnesiumprodukte relativ leicht sind, aber sehr stabil, also noch sogar teilweise besser als Aluminium. Ist also auch eine gewisse Nachhaltigkeit involviert im Sponsoring sogar. Super, na das ist ja das Mindeste, das wollen wir ja. Genau. Okay,
Ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich so ein bisschen zum Ende gekommen. Und nochmal ganz herzlichen Dank, Thomas Eiginger. Und ja, also eine tolle Lesung, ein toller Roman. Wie bitte? Ich sage danke für die spannende Diskussion, war schön da zu sein. Genau, also war, glaube ich, jetzt sehr rund und Sie haben das ja auch toll mit den Faxen vorher oder mit den E-Mail, nee, was sind das denn? Hashtags. Mit. Genau. Aufgezogen. Genau. Wir beide machen ja noch ein Interview sozusagen. Also wer weiterlesen will, wird dann irgendwann nächstes Jahr in dem Magazin der PH Oberösterreich nochmal was lesen können. Auch für Herrn Eiginger. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Das wird dann im Januar erscheinen. Und ja, morgen ist nochmal auch von der JKU ein Abend. Ne? Genau. Mit zwei Vorträgen. Ja. Einmal zum Bauen und einmal zum, wie man vielleicht CO2 wieder aus der Atmosphäre raussammeln können und entsprechend damit sinnvollere Produkte bauen können. Das wäre was, wo man natürlich auch sinnvoll den Klimawandel umgehen könnten. Mhm. Wie wir gestern ja gehört haben, ist entsprechend braucht man eigentlich schon fast wirklich negativ CO2, sprich wir müssen wirklich CO2 selbst entfernen, um entsprechend in den 1 Grad oder 1,5 Grad Ziel zu bleiben. Mhm. Also das sind so technische Entwicklungen, die dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren wirklich noch forciert werden müssen. Hoffen wir, dass vielleicht noch irgendwelche Außerirdische kommen und uns das vielleicht nochmal besser vorleben. Ja. Oder zeigen, wie das geht. Und dann das wäre natürlich die andere Option. Ja. Oder dass uns selber irgendwas einfällt. Wäre auch super. Wäre auch gut, ja. Ich denke, das kriegen wir hin. Na gut, dann enden wir mit diesem positiven Ausblick. Okay, ganz herzlichen Dank auch nochmal an Martin Hoffmann für das Organisieren. Und, gerne. Genau. Bis demnächst. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.